Nach den Strapazen der letzten Tage, Wochen oder sogar Monate finden die Flüchtlinge hier im Rotkreuzzelt am Hauptbahnhof Salzburg zum ersten Mal nicht nur etwas Privatsphäre, sondern auch medizinische Hilfe. Und die wird bereits seit Wochen bei den Flüchtlingen dankend angenommen. Wir haben teilweise Versorgungszahlen über 150 bis 200 am Tag. Viele haben Blasen, viele haben Probleme mit den Beinen, aber natürlich auch grippale Infekte, Schnupfen. Die Flüchtlinge sind das Klima bei uns nicht gewöhnt, die trockene Luft bei uns nicht gewöhnt. Das führt dazu, dass natürlich auch vermehrt solche Erkrankungen auftreten. Um das Infektionsrisiko bei einer medizinischen Betreuung zu vermindern, bleiben Mundschutz, Schutzhandschuhe und die regelmäßige Anwendung von Händedesinfektionsmittel der Einsatzkräfte oder freiwilligen Helfer nicht aus. Grundsätzlich aber gilt, eine Infektionsgefahr, egal ob Flüchtling oder nicht, besteht immer. Es gibt auch Untersuchungen, dass die Infektionsgefahr bei Flüchtlinge eine größere ist als bei anderen Massenansammlungen von Menschen. Aber natürlich, wo viele Menschen auf einem Punkt beisammen sind, ist natürlich eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Insgesamt ist es notwendig, die Garage als Ganzes zu reinigen. Und als Vorsichtsmaßnahme wird sie auch desinfiziert, um hier eventuellen Krankheiten vorzubeugen. Hygienemaßnahmen sind wichtig und empfehlenswert, ganz unabhängig davon, welcher Herkunft man entsprungen ist.